komm, ich will einfach nur mal, schauen wir mal. Rede mit Sophia. Jetzt hör mal zu, Sophia. Was? Was? Ich glaube, du solltest dem Messerwerfer helfen. Ich habe eine Idee. Und das kann nur gut gehen. Nein, das wirst du nicht, Jones. Ich denke, ich... Du darfst meinen Hut tragen, finde ich auch gut. Aber das drunter ist noch besser. Ja, denk an die internationalen Verbindungen, die du förderst. An die UNO, die es noch nicht gibt. Ich denke über die Auswirkungen auf meine Gesundheit nach. Hm. Komm schon, jetzt hilf dem Messerwerfer, oder? Was bleibt uns anderes übrig? Er ist die einzige Verbindung, nein, die wir haben. Nein, nein, Ah, jetzt kapiere ich. Du hast Angst. Dann bin ich halt ein Feigling. Aber ich melde mich nicht freiwillig. Jetzt, ich glaube, man könnte sie so lange ärgern, bis sie irgendwie die Hand hebt oder ich sage, sagt. Nee. Geht anders. Ich weiß, wie es geht. Schade. Aber geh erst mal auf den Markt. Das na gut. Wird noch lustig später. Geh zu Hinterhof, große Straße. Also, Hinterhof. Hinterhof? Ja, geh mal zu Hinterhof. Ja, Hinterhof war es, glaube ich. Move. Ja. What did the five fingers say to the face? Slap! I'm Rick James, bitch. I'm Rick James, bitch. Artifacts and Souvenirs. Jeder Diablo 2 Spieler würde sich hier wohlfühlen. Das Ding, was zwischen dir und Oma steht. Ja, genau. Seltsam. Sieht aus wie der Geist, den wir in deinem Zimmer sahen. Dieser Geist war nur Absal. Badam, ich bin einfach mal ein Arschloch. Nimm Maske. Und tschüss. Ich denke mir gerade nur, was? Warte, ich glaube, es wäre zu einfach. Schauen wir mal die Maske an. So wie in Monkey Island. Ich möchte diese Maske kaufen. Komm, das war jetzt nicht ernst, oder? Sollen wir hier weitermachen oder sollen wir nochmal zurück? Hä? Sollen wir hier ein bisschen, ja, sollen wir hier mit dem Händler und blablabla weitermachen oder fliegen wir zurück und probieren das mit unserem französischen Freund? Die Maske kannst du ja nicht einfach so mitnehmen. Glaub mir. Okay, das will ich sehen. Badam, Einen Augenblick mal! So! Sie denken also, Sie können hier weggehen, ohne zu bezahlen. Oder willst du denn sprechen? Nee, egal. Na, was soll es denn kosten, mein Freund? Diese Maske. Nun, wenn ich es recht bedenke, können Sie sie haben. Sie verscheucht immer meine besten Kunden. Haha! Aber erst Fragen. Aber erst Fragen, ja. So, jetzt, glaube ich... Jetzt gehen wir, oder? Das ist auch komisch, weißt du, die haben nie Bargeld in der Tasche, aber fliegen durch die ganze Welt. Stimmt. Ja, das geht auf Kosten von der Uni. Ja. Das macht er ja alles universitär, ja. So, dann gehen wir mal hier weiter. Das ist Prof mit Vorzügen. Prof mit Vorzügen, ja. Wenn ich schon merke, bei uns fallen auch viele Sachen aus. Gehe zu langer, staubiger Weg zum Flughafen. Schön. Ja, denn? Natürlich. Muss ja was haben, auf das man sich freuen kann. Nee, die sind auch öfters... Also es fällt öfter mal was aus, weil sie dann zufällig in Amerika wieder müssen. Einige müssen nach Japan, nach China, hast du nicht gesehen. Oh, ja. Ab nach Monte Carlo. Kennt man. Ist halt so. So. Jetzt aber. Du suchst Trottier, ich mache den Rest. Ja, der Rest. Mit Rest meint sie hoffentlich Essen oder so. Hallo, Trottier. Monsieur Trottier. Oh, oui? Ich habe eine Standbild. Nun, hallo mal wieder, Dr. Jones. Sie haben eine Standbild. Gegen eine Standbild hilft nur Madame Sophia für eine weitere Seance. Oh, oui. Nun, sie ist eine charmante Frau. Also werde ich gehen. Bitte gehen Sie voraus. Mal wieder. Und ich bin nicht so blöd, irgendwie zu merken, dass das nur alles Verarsche ist. Nehmen Sie Platz. Dem wird's echt nicht so blöd, sich immer dieses Blabla von ihr anzuhören jedes Mal. Und der besteht nur aus 3 Pixeln. Ist der hier? Ups. Der besteht nur aus 3 Pixeln und im Prinzip sehe ich ihm in seinen Augen schon die Blödheit an. Ja, der guckt ein bisschen belämmert, ne? Ja. Beschäftige ihn, ich versuche was. Jetzt aber, komm, weil sonst komme ich mir verarscht vor. Alles klar. Gib mir eine Minute, während ich ihn einführe. Das ist so zweideutig. Vielen Dank für diese weitere Möglichkeit, Monsieur Trottier. Haben Sie noch die Scheibe? Ja, ihre ist sie. So, nimm Schlaschentampe. Nimm Laken. Ganz unauffällig. Mhm. So. Es fällt ja nicht auf, dass der gerade mal so ein Spannbettlaken abzieht. Ich warte besser, bis es dunkel wird. Jetzt benutzen wir mal das da. Schon komisch, dass der Stromkasten im Zimmer hängt. Stimmt.
mal wieder Videospiellogik. Jetzt benutzen wir erstens Laken. Benutze Maske. Yay. Und? Benutze Schlaschentampe. Jawohl. Genau das war's. Jetzt leuchten die Augen. Oh, ich fühle die Gegenwart von nur Absal näher kommen. Gut gemacht, Indy. Ist das schlecht eigentlich? Wenn er auch rumwackelt. War das jetzt eine schlechte Show eigentlich? Ich glaube, mit Inline-Skates wäre das noch cooler gewesen. Ja. Stelle ich mir gerade vor. Ich wette, Trottier hat ihn in Al-Jabbar. Die zwei haben viele Geschäfte gemacht. Ach, von Al-Jabbar. Lass uns nach Nordafrika und das überprüfen. Gut. Du ziehst dich um. Du synchronisierst gar nicht mehr. Entschuldigung, ich bin schon... komm, Indy. Die Taschenlampe brauchen wir später, wenn wir in der Ausgrabungsstätte sind. Ja, ich habe gespoilert. Gott. Ich habe mein eigenes Spiel gespoilert. Ich bin ein Arschloch. Das ist mir jetzt scheißegal. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nur ein Hinweis auf das, was wir später in Rätseln... Warte auf mich! Oh je. Ich habe mir schnell die Hülle abgepellt. So die Hülle abgepellt, ja. Einmal eben so ritsch, kennst du doch so aus dem Spiel. Zweite Haut. So, jetzt, was machen wir? Was machen wir? Wir gehen jetzt mal zum Händler. Jetzt kannst du ihn, glaube ich, oder mit... Ja gut, ich glaube, du musst erst mit Oma Al-Jabbar reden. Kriegt man von... Ich habe den Weg noch nie gespielt. Kriegt man von ihm hier den Hut danach? Nee. Ich glaube von ihm... Ich weiß gar nicht mehr, was du von... Ich glaube, von ihm kriegst du einen... Nee. Ja, ich weiß, was du kriegst, aber ich sag's nicht. Das wäre jetzt wirklich... so gemein, ne? Ich weine vor meinem Computer. Das hat etwas mit dem zu tun, was der Mann beruflich tut, aber... Pst. Ich komme in die Pötte. Lies komm mal. Die Pötte, genau. Gehe zu Pötte. Komm in die Pötte. Gut, dann reden wir mal mit dem Händler. Entschuldigen Sie. Ah, was kann ich für Sie tun, Effendi? Handeln Sie mit Antiquitäten aus Atlantis? Ganz zufällig in einem random Laden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Viele Narren träumen vom verlorenen Königreich. Wie kann ich wissen, ob Sie es wirklich ernst meinen? Guck mal, die Finger, das finde ich lustig. So cool, die Hände verschränken und so die Finger trommeln. Ich habe da diesen Stein, ganz zufällig. Ja, Sie können ihn sicher gerne mal anschauen. Stein, sagen Sie? Lassen Sie mich den Stein sehen. Soll ich sagen? Oh ja, komm, der ist zu dick, um wegzurennen. Schauen Sie ruhig. Nein, natürlich gebe ich Ihnen dieses Teil. Es heißt, dass drei steinerne Scheiben benötigt werden, um die Tore von Atlantis zu öffnen. Das sieht wie eine solche Scheibe aus. Und ich habe ein Standbild. Woher wissen Sie, wer ich bin? Achso. Meine liebe Miss Herbgut, wenn man Omar Al-Jabbar ist, dann weiß man sowas. Dann sind Sie Al-Jabbar. Ja, ein einfacher Händler für Kleinigkeiten. Da konnte ich nicht lesen. Zu Ihren Diensten. So, dann kommen wir ins Geschäft. Oh Gott, das ist ja, zu viel Zeug. Ja, erzählen Sie. Nun, irgendwo tief in den Atlasbergen ist eine recht alte Ausgrabungsstätte. Ich bin überzeugt, dass dort die Reste eines atlantischen Vorposten zu finden sind. Es geht so schnell gerade bei mir, ich weiß auch. Das war gerade richtig viel Text. Was macht Sie so sicher, dass es atlantisch ist? Von Zeit zu Zeit tauchten die Lumpen hier auf, um ihre Dinge zu verkaufen, die sie von dort gestohlen haben. Die Muster sind unverkennbar. Jo. Hat er jetzt gestohlen gesagt? Ich hab's nur interpretiert so. Wessen Ausgrabung ist es denn hier? Jetzt kommt natürlich das... Natürlich. Europäer, Deutsche, um genau zu sein. Die Nazis. Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich weiß genug, um diese grobe Karte zu zeichnen. Aber sie ist wirklich nur grob. Das Problem ist... dass die Wüste kein Ort für einen zivilisierten Menschen wie mich ist. Wir gehen! Wir gehen? Ich bewundere Ihren Mut, aber Sie werden die Wüste nie überleben. Geben Sie auf, solange Sie noch Ihr Leben vor sich haben. Gut, wir geben auf. Tschüss, ne, das EP ist vorbei, tschüss. Ja, das war's. Game over. Wir geben niemals auf! Niemals! Nun dann soll Allahs Wille geschehen. Ich leihe Ihnen meine Karte. Und ein paar meiner besten Kamele. Das ist der großzügig. Ja. Okay. Oh, damit hätte ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Wusste ich gar nicht. Ich will aber dem Messerwerfer noch begegnen.
Einige Minuten später. Dum, 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 dum. Ja? Ach so, ah, okay, ich weiß, ja, du findest sie, glaube ich, nicht, oder? Uns. Ja. Das fand ich damals auch ein bisschen blöd gelöst, irgendwie, dass du nicht weißt, was ist jetzt überhaupt passiert. Hä? Sie sind zurück! Und am Leben! Sagen Sie mir, wie war die Reise? Okay. Das Open ist geil. Vor allem die Antwort, ja. Wie war die Reise? Ja. Ja. Aber das ist das Beste. Ja, außer dass die Kamele nach einer Meile verreckten. Ja, kommt davon, wenn man nur mit zwei Zylindern fährt. So eine Schande, das waren meine letzten beiden Kamele. Vielleicht kann ich das wieder gut machen. Haben Sie noch die Maske, die ich Ihnen gab? Ja, die habe ich bei mir. Warum fragen Sie denn? Ich würde sie gerne gegen etwas anderes eintauschen. Was möchten Sie mir denn geben? Bin jetzt mal schon gespannt. Das hängt davon ab. Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge? Nun, wie wäre es mit diesem Baseball? Wow! Er wurde von einem gewissen Lou Gehrig unterschrieben. Ah, Lou Gehrig. Gibt Lou Gehrigs Disease. Kennst du das? Sowas, Stephen Hawking oder so, sieht ungefähr. Ich weiß nicht, ob er Lou Gehrig's Disease hat. ALS, glaube ich. Eine Muskelschwundkrankheit. Ja, ich meine, das hat jetzt einen ziemlich sentimentalen Wert, aber hat es auch einen praktischen Nutzen? Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt irgendwie gefragt, wie alt seine Tochter ist oder sowas. Also. Mein bestes Kamel. Wie alt ist Ihre Tochter? Oh, okay. Ich behalte lieber, was ich habe. Klingt scheußlich. Haben Sie was anderes? Bin mal gespannt. Ich auch sagen. Wobei, Lou Gehrig? Naja. Wie wäre es hiermit? Ein Standbild. Eine Voodoo-Puppe. Sie wurde aus dem Holz vom Schwarzwald geschnitzt. Naja. Okay. Was haben sie denn noch? Ganz interessant. Kann er nicht einfach mal alles sagen, was er hat und nicht wir irgendwie? Wie wäre es hiermit? Mit diesem kleinen roten Wagen. Er gehört einmal Rudyard Kipling. Hä? Kleiner roter Wagen? Das ist bestimmt so eine Anspielung auf irgendein Lied. Wahrscheinlich war es im Englischen was anderes, denke ich. Das gefällt mir nicht. Was haben sie denn noch? Wie wäre es hier mit diesem gelben Jojo? Er wurde von einer arabischen Prinzessin bemalt. Das ist doch gelogen. Nein. Er erinnert mich gerade ein bisschen an Stan von Monkey Island. Okay, dieser mit den Fingern Trommler und Dauer. Ah gut, der hat auch mehr gequasselt. Der immer ein neues Geschäft hat in jedem Teil, ja. Ja, genau. Na gut, was haben sie denn noch hier so im Angebot jetzt? Dass wir noch nicht falschen müssen? Wie wäre es hiermit? Diesem wunderbaren weißen Spazierstock. Er wurde mal von Queen Victoria berührt. Na toll. Ich behalte lieber, was ich habe, sonst. Wir müssen nicht noch mehr fragen, oder? Oder? Ach komm, eins würde ich noch. Okay, vielleicht. Eins noch. Weiß. Komm, jetzt zeig mir nochmal das letzte Angebot. Wie wäre es hiermit? Diese starken Sonnenbrille. Damit kann ein Mann direkt in die Sonne sehen. Bestimmt nicht. Nein. Ach komm. Danke, aber nein. Wie Sie wünschen, Effendi. Ja, können wir wahrscheinlich später nochmal zurück. Eigentlich, wenn du es so überlegst, der Typ ist auch doof. Der schenkt dir eine Maske, schenkt dir Kamele, die sterben. Und stimmt. Dann ist er noch so nett und will dir was gegen die Maschke tauschen. Maschke. Also ich meine, die was Maschke. Haben wir denn jetzt? Geh mal zum Messerwerfer. Kann man mal. Benutze Peitsche mit Sophia. Sophia, rutsch. Mit Publikum. Gehen, Sophia, Quatsch. Benutze Peitsche mit Messerwerfer. Schade, nein. Komm, kann man jetzt... Auch zu lustig. Sophia! Was? Was? Der Mann ist verzweifelt. Hilf ihm. Bitte. Das ist alles, was er noch hat im Leben. Ist das dein Stil, mich da rein zu schubsen? Ja, das sollte dir jetzt ein Hinweis sein. Ja, ja. Wenn du es tust, darfst du meinen Hut tragen. Ich will es einfach nochmal fragen. Komm. Einen alten speckigen Hut. Ich lass dich meine Faust spüren, wenn du weitermachst. Wir kommen nicht weiter, wenn du nicht mitspielst. Der Oberste finde ich gut. Hast Achso, nee, was stand dran? Ah, Algerien. Wieso nimmst du mich... Wieso willst du mich da rein drücken? Okay, dann eben nicht. Niemals! Niemals! Wo ist denn dein Sinn fürs Abenteuer? Aber gut, jetzt habe ich es auch verstanden. In meinem Schminkköfferchen. Jetzt habe ich es auch verstanden. Hui. Willst du mich da rein drücken? Ich will sie drücken.
Also du musst, glaube ich, ein Stück weiter vorlaufen, denke ich. Mit ihr. Ach so. Sie muss dir noch ein bisschen folgen, bis ihr davor steht. Ja, genau. Oder? Drück es auf. Ah, oder? Nicht? Nee, er macht's nicht. Mensch. Hm. Red nochmal mit ihm, genau. Warte, oder? Warte. Nee, sie steht schon. Ich bleib jetzt mal da stehen. Nein. Bleib da. Ich meine, sie muss da stehen, dass sie direkt links von dem Messerwerfer stand. Also.